Ja, dann begrüße ich alle zu diesem Vortrag über etwas, was wir gerne haben, Freude und das Umgehen mit Leiden. Also wenn wir damit umgehen können, finden wir das natürlich auch gut. Aber eigentlich, ich kenne niemanden, die oder der sagt, ach, Leiden ist okay, habe ich kein Problem mit. Und meine Frage heute Abend ist, ist es möglich, Freude als Weg zu nehmen und dabei zu lernen, mit dem Leiden umzugehen? Und ich mag ja immer gerne Texte aus den Lehren. Und da gibt es aus der tibetischen Tradition das Lojong. Lo ist der Geist und Jong heißt Training, das Geistestraining oder Herzens- und Geistestraining. Denn Lo ist nicht nur der Verstand, sondern ist auch das Herz. Also die Schulung von Herz und Geist. Und da haben die Tibeter 59 Merksätze zusammengestellt, die sie in Tibet an die Bäume gehängt haben und an die Küchentür, so wie wir unsere Postkarten mit klugen Sätzen auch überall hinhängen, um darüber nachzudenken. Und da gibt es einen Satz, Merksatz 21. Sei immer froh. Ist meine Frage natürlich, ja, schon, aber wie? Und das ist der Inhalt meines Vortrags heute. Und bevor ich drei Thesen vorstelle, wie das möglich sein könnte, stelle ich wieder ein paar Fragen. Wie oft haben wir im letzten Monat Freude erlebt? Worüber haben wir uns gefreut im letzten Monat? Und jetzt, wer war schuld an diesem Glück, an dieser Freude? Woran lag's? Und wie sind wir damit umgegangen, mit dieser Freude? Einfach Dankbarkeit oder die deutsche Variante, naja, ist ja schade, dass das so selten vorkommt. Ja? Und wie oft haben wir in den letzten 4 Wochen gelitten oder es schwer gehabt? Und woran haben wir gelitten? Und wer war schuld? Immer wichtig. Ja? Wer war schuld an unserem Leiden in den letzten 4 Wochen? War der Schnee schuld? Und die Kälte? Und wie sind wir, falls das überhaupt passiert ist, in den letzten 4 Wochen aus diesem Leiden, was wir erlebt haben, wieder herausgekommen? Oder stecken wir immer noch drin? Sind wir herausgekommen? Und wie sind wir herausgekommen? Ich könnte jetzt eigentlich den Vortrag aufhören und alle denken drüber nach. Gut. So, jetzt möchte ich ein paar, also ich sage vielleicht so, in diesem Vortrag möchte ich 3 Zugänge zu Freude und Umgehen mit Leid vorstellen. Die erste Interpretation des Satzes, sei immer froh, ist, guck auf deine Sternstunden. Achte auf kleine Momente des Wohlbefindens. Der zweite Zugang, sei immer froh. Und wenn du leidest, dann versuch was draus zu lernen. Und das dritte, sei immer froh, denn wahres Glück ist jenseits von Glück und Leid. Das werde ich heute Abend vorstellen. Der Grundansatz im Buddhismus ist, wenn die Grundstimmung einigermaßen gut ist, funktioniert die Schulung von Herz und Geist. Wenn wir völlig schlecht drauf sind, wenn wir heftig Zahnschmerzen haben, wenn wir in einer Prüfung stecken und uns gerade ein Blackout überfällt und wir nicht mal mehr wissen, wie wir heißen, ja, ist es etwas schwierig, Herz und Geist zu schulen. Also wir brauchen eine einigermaßen ausgeglichene Grundstimmung, dass das überhaupt funktioniert. Und die allgemeine Empfehlung, die in der tibetischen Tradition immer wieder gegeben wird, lebe ohne Hoffnung und Verzweiflung, lebe ohne Hoffnung und Furcht, nimm Schwierigkeiten als Hilfsmittel der Geistesübung und freue dich über alle Chancen, wo du etwas lernen kannst. Streng dich nicht zu sehr an. Lege keinen übertriebenen Eifer an den Tag. No
Big deal. Mach kein Theater. No expectations. Hege keine übertriebenen Erwartungen. Halte Augen und Ohren offen. Sei einfach da. Entwickle Interesse an deinem Leben. Interesse weckt Heiterkeit. Und wenn du alle Stimmungen für deine Übung nutzen kannst, bist du immer froh. Relax. Let go. Good enough. Das waren die Mantras für den Westen meines tibetischen Lehrers. Entspann dich. Lass los. Du bist gut genug. So, jetzt im Detail. Aber bevor ich ins tibetische Detail gehe, möchte ich was aus der westlichen Glücksforschung vorstellen. Ich habe nämlich mal wieder ein Buch gelesen von Martin Seligmann, ist schon ein bisschen älter, Der Glücksfaktor. Und ich habe zwei Sachen rausgeschrieben. Er hat beschrieben, wie Optimisten und Pessimisten mit dem Leben umgehen. Da können Sie gleich mal prüfen, wie Sie mit dem Leben umgehen. Also Optimisten interpretieren gute Erfahrungen, die sie machen, mit permanenten, universellen Ursachen. Ich lebe eben in einer guten Zeit mit guten Bedingungen. Ich bin halt ein Glückskind. Und sie interpretieren Unglück, unangenehme Erfahrungen mit temporären und spezifischen Ursachen. Da habe ich halt mal nicht aufgepasst. Da war ich halt mal nicht in Form. Ist alles halt so schlimm. Probleme sind kontrollierbar und vorübergehend. Was hilft den Optimisten? Humor ist eine ihrer Kernfähigkeiten. Zukunftsorientierung. Och, es wird schon wieder besser werden. Altruismus, Menschenfreundlichkeit. Belohnungen aufschieben können, Triebverzicht leisten können, mit der Hoffnung, dass es dann später kommt. Und Krisen bringen Stärken zur Geltung. Und Krisen reifen. Sinn finden, sich in etwas Größeres eingebunden fühlen. Das sind Merkmale von Optimisten. Jetzt kommen die Pessimisten. Pessimisten interpretieren schlechte Erfahrungen mit permanenten, universellen Ursachen. Ich lebe eben in schlechten Zeiten mit schlechten Bedingungen. Ich bin halt ein Pechvogel. Es trifft immer mich. Niemand liebt mich. Und sie interpretieren Glück mit temporären und spezifischen Ursachen. Da habe ich eben gerade mal gut aufgepasst. Da war ich halt mal gerade gut in Form. Aber in Wirklichkeit habe ich keine Ahnung. Fazit aus der Beschreibung, Beobachtung von optimistischen und pessimistischen Menschen. Wenn man Hoffnung hat, erholt man sich schneller von unangenehmen Erfahrungen. Optimisten leben länger. Und wenn wir verzweifelt sind, brechen wir schneller zusammen. Interessant. So, und jetzt kommen die buddhistischen Zugänge. Sternstunden, Lernen aus Leiden, Buddha-Natur ist jenseits von Glück und Leid. So, Sternstunden. Wir haben ja im Deutschen diesen Begriff Sternstunden. Ist ein bisschen übertrieben, denn meistens sind es nur Sternsekunden. So kleine Momente des Wohlbefindens. Und die Empfehlung wäre, wir können systematisch uns an kleine Freuden, die wir gestern und vorgestern und letzte Woche erlebt haben, erinnern und sie wertschätzen. Ja, gestern Mittag ist mal für eine halbe Stunde die Sonne rausgekommen. Und plötzlich war so richtig wunderschön, Sonne auf Schnee. Da kann man sogar Schneeschippen vergessen, ja? Und die glatten Straßen. Einfach für ein paar Momente ist es einfach schön. Oder wenn die Vögel dann kommen und, ja, das Vogelfutter aufpicken und ist einfach schön. Kleine Freuden erinnern schärft den Blick für unser relatives Wohlbefinden. Kleine Momente der Freude wahrnehmen
oder auch erinnern, wenn sie schon vorbei sind, verringert den Jammerfaktor und verbessert die Grundstimmung. Und wenn wir in einer besseren Grundstimmung sind, können wir mit Problemen besser umgehen. Dann haben wir mehr Optionen. Und die Bandbreite unserer Verhaltensoptionen ist einfach offener. Ja, klar. Wer sich nicht wohl fühlt, kann in der Regel kaum etwas verstehen. Das ist etwas, was eigentlich alle Lehrerinnen und Lehrer ganz tief kapieren müssten. Wenn Kinder sich nicht wohlfühlen, kapieren sie nichts. Wenn Erwachsene sich nicht wohlfühlen, kapieren sie auch nichts. Einsicht geschieht in einem entspannten Körper und Geist. Das heißt nicht, dass man völlig spannungsfrei rumliegt. Aber wenn der Körper entspannt ist, ja, und der Geist und das Herz entspannt sind, dann kann man tief verstehen. Und wie ein Mensch, den ich nicht kenne, das formuliert, steht auf vielen Postkarten: Zuerst kommt das Glück, dann kommt die Erleuchtung. Es wird den Tibetern zugeschrieben, es wird Buddha zugeschrieben. Ich habe es noch in keiner Lehrrede gefunden, aber ich finde es einen schönen Satz. Diese kleinen Momente der Freude bemerken, ist eine einfache Übung. Und Menschen, die wenig Freude im Leben haben, denen empfehle ich das mal 2, 3 Monate, 4, 5 Mal die Woche, sich 10 Minuten zu nehmen und an kleine Freuden zu denken, die sie heute, gestern, vorgestern erlebt haben. Und sich einfach darüber zu freuen, dass sie das erlebt haben. Und dann ein bisschen zu gucken, welche Bedingungen da mitgespielt haben. War man draußen? War man drinnen? War man allein? War man mit anderen zusammen? War man in Ruhe? War man in Bewegung? Hat man was Vertrautes gemacht oder was Ungewöhnliches? Welche Sinne waren besonders beteiligt? Hören, riechen, schmecken, sehen, spüren, denken. Einfach zu gucken. Und dann zu gucken, kann ich von mir aus was dazu tun, um solche Situationen zu schaffen oder zu finden? Manchmal muss man irgendwo hingehen. Kann man was tun. Man kann natürlich nicht machen, dass man sich wohlfühlt. Aber man kann gucken, welche Bedingungen sind bei mir relativ günstig oder bei mir häufig, dass ich dann mich wohlfühle. Kann man gucken. Es ist eine kleine, fast banale Übung mit einer sehr großen Wirkung. Gut, zweiter Ansatz. Sei immer froh. Wenn du schon leidest, dann versuche etwas aus deinem Leiden zu lernen. Und da können wir uns mal fragen, woran leide ich jetzt im Augenblick, heute Abend? Bin ich ein bisschen erkältet, also leide ich körperlich, habe ich Rückenschmerzen, bin ich ein bisschen grippig, ja, so Gelenkschmerzen, Muskelschmerzen, oder ist mal körperlich im Moment alles okay, vielleicht ein bisschen kalte Füße von hierher kommen, ja, es war kalt draußen. Ist emotional etwas schwierig für mich im Moment? Stehe ich unter Druck? Steht eine Entscheidung an? Habe ich im Moment viel Druck auf der Arbeit oder im privaten Bereich? Gibt es irgendwas, wo ich mich stellen muss oder wo ich einen Konflikt ansprechen müsste, aber ich traue mich nicht so richtig? Habe ich einen Horror vor der Weihnachtsfeier, die ich mit bestimmten Menschen zusammen erleben muss oder was auch immer? Also gibt es emotional was, wo ich unter Druck stehe? Habe ich körperlich gerade irgendwelche Schmerzen oder habe ich im Moment bestimmte unangenehme Gedanken, so Gedankenschleifen, die immer wieder kommen, das schaffe ich nicht, das schaffe ich nicht, das schaffe ich nicht, das kriege ich nie hin, das wird nie was, das wird nie was, das wird nie was. Gibt es solche Gedankenschleifen? Also gibt es etwas, worunter ich heute leide? Das ist mal die erste Frage. Und dann mache ich gern diese Reise in die Vergangenheit. Wie war das vor 5 Jahren? Gab es da dieselben Probleme? Körperlich, emotional, geistig? Ist meistens ein Schock, wenn man merkt, was? Vor 5 Jahren hatte ich das auch schon. Dann nochmal 5 Jahre zurück. Wie war das vor 10 Jahren? Oh nee, jetzt wird's langweilig. Vor 15 Jahren? Nee, selbe Muster. Ich habe mal eine buddhistische
ein buddhistisches Training gemacht, das nennt sich Tararokpa, da muss man sich durchs Leben schreiben, und zwar rückwärts. Von heute zurück bis zur Geburt, damit auch von der Geburt oder bis zur Schwangerschaft mit erzählen lassen, soweit die Eltern, die Mutter noch was weiß, und dann wieder vorwärts bis heute. Irgendwann habe ich dann, als ich 25 war, rückwärts, habe ich aufgehört zu schreiben, dachte, nö, ich finde es nervig, es ist immer das Gleiche. Ich jammer immer über das Gleiche. Das geht mir auf den Keks. So, also. Woran habe ich eben vor 5, vor 10, vor 15, vor 20 Jahren gelitten? Und der Tipp ist so in 5-Jahres-Rhythmen. Mal so durchs Leben zu gehen, immer so alle 5 Jahre mal die Temperatur zu messen. Ja, die gefühlte Leidenstemperatur zu messen. Und das ist schon mal erhellend. Es ist schockierend, aber es ist auch erhellend, wenn man feststellt, es ist das Gleiche. Oder es ist ähnlich. Oder es ist das Gegenteil. Nee, jetzt habe ich gedacht, das wäre das Problem. Aber da hatte ich das Gegenteil, da habe ich auch gelitten. Nee. Da war ich also zu viel alleine, zu viele Leute, eine zu distanzierte Beziehung, eine zu enge Beziehung, ja. Es kann schockierend sein. Und dann kann man sich fragen, so, und was lerne ich jetzt daraus? Hat es was mit bestimmten Mustern zu tun? Sind es einfach bestimmte Lebensentwürfe, die ich gelernt habe, als ich 5 war oder 7 war? Meine Mama hat es genauso gemacht. Ich wollte immer völlig anders werden als meine Mutter. Und irgendwann höre ich mich die gleichen Sätze sagen, wenn ich Kinder habe. Ja? Oder selbst nur die Kinder von meinen Bekannten hüte, sage, höre ich mich Sätze sagen, die meine Mutter gesagt hat, die ich nie, nie wieder hören wollte, geschweige denn sagen. Man kann auch noch was anderes fragen, und das habe ich wieder mal im Buch gelesen. Es ist ein Buch, was ich immer wieder lese, alle paar Jahre. Das ist die Frage, wer spricht, wenn ich leide? Das Kind? Die Erwachsene? Oder eine Elternstimme? Das Buch heißt Ich bin okay, du bist okay. Von Thomas Harris, 1967 geschrieben, hat in Deutschland inzwischen die 47. Auflage, immer noch mit dem gleichen Cover. Die Beispiele sind von früher, aber die Thesen sind immer noch ziemlich gut. Ich stelle einfach 4 Arten, wie man die Welt angucken kann, vor. Die erste Perspektive auf die Welt ist, nach Harris, nach seiner Untersuchung in den 60ern, in den 50ern und 60ern, muss man sagen. Ich bin nicht okay. Und du bist okay. Eltern. Irgendwelche Leute sind okay. Und das, meint er, ist das Gros der Menschen, die er kennengelernt hat. Als Psychologe und die er untersucht hat bei seinen Untersuchungen. Ja? Ich bin nicht okay. Die Eltern, Lehrer, Lehrerin, Kindergärtnerin, irgendjemand ist okay. Und was mache ich jetzt, damit ich auch okay bin? Ich passe mich an. Ich zeige Leistung. Ich beweise, dass ich gut bin. Ja? Und es führt dann zu einer relativen, ja, so funktionsfähigen Persönlichkeit, wie wir ja hier in Deutschland so haben. Wir sind extrem leistungsbereit. Extrem leistungsbereit, und das kommt aus einer Spannung zwischen Minderwertigkeitsgefühlen und hohen Idealen, sagt C.G. Jung. Diese Spannung, die man in sich spürt, ich bin nicht gut genug und ich habe hohe Ideale, diese Spannung macht leistungsbereit. Finde ich sehr interessant. Das heißt, wenn man in so einem, wenn man zur Workaholism neigt, wenn man dazu neigt, so viel zu arbeiten, ist es günstig, am Selbstwertgefühl zu arbeiten. Denn solange das klein ist, kann man Kurse machen, bis an die Ohren abfallen. Man bleibt leistungsbereit. Man kann meditieren, bis man Schwielen am Hintern hat. Man bleibt leistungsbereit. Wenn man nicht am Selbstwertgefühl, wenn man das Selbstwertgefühl nicht wahrnimmt und da was ändert und einfach irgendwann zu der Haltung kommt, ich bin okay. Also solange man denkt, ich bin nicht okay, neigt man zur Leistungsbereitschaft, wenn man irgendjemand okay findet. Das war die erste Variante. Zweite Variante, ich bin nicht okay.
Du bist auch nicht okay. Das endet in Depression, in Verzweiflung. Dann gibt es die dritte Variante. Ich bin okay und ihr seid alle nicht okay. Das, sagt er, ist die Variante, die zu Kriminalität führt. Ja, ich bin okay und der Rest ist sowieso unter meinem Niveau. Ich kann machen, was ich will. Also eher die aggressive Komponente. Und Harris sagt, diese drei Arten der Identifikation, die sind in der Regel unbewusst. Ich bin nicht okay, du bist okay. Ich leiste vor mich hin. Muss man Therapie machen, bevor man das merkt, dass man so tickt. Ich bin nicht okay, du bist nicht okay. Ich meine, was hat das mit einer Einstellung zu tun? Das ist so. Ich bin wirklich nicht okay und die Welt ist eine Katastrophe, das wisst ihr. Ich meine, man braucht ja bloß hinzugucken. Das ist ja nicht bewusst, dass es eine Haltung ist. Man denkt, das ist objektiv so. Und dann die Haltung, ich bin okay und die Welt ist eine Katastrophe, das ist auch nicht bewusst. Man denkt, es ist objektiv, so guck doch die Welt an. Ich bin ja noch okay. Aber ich meine, man braucht ja bloß die Zeitung aufzuschlagen, dann weiß man, dass die Welt nicht okay ist. Okay? Okay. Und er sagt, die vierte Haltung, die eine erwachsene Haltung ist, ich bin okay, du bist okay. Dafür muss man sich entscheiden. Das fällt einem nicht in den Schoß, meint er, zumindest nicht in unserer Kultur, sondern dafür muss man sich entscheiden und es ist letztlich eine erwachsene Haltung. Ich bin okay, du bist okay. Und es ist schwer. Also ich meine, die Buddhisten haben ja die höhere Oktave davon, alle Wesen haben Buddha-Natur. Alle, denen wir heute auf dem Weg hierher begegnet sind. Die haben alle Buddha-Natur. Die können alle erwachen. Das dauert vielleicht noch ein bisschen, aber alle können erwachen. Oder nach dieser psychologischen Interpretation von Harris. Man sitzt in der U-Bahn. Ich bin okay. Du bist okay. Ich bin okay. Du bist okay. Ihr seid alle okay. Das heißt nicht, dass alle sich perfekt verhalten, dass alle mustergültig, höflich, zuvorkommend, gut erzogen, gute Kinderstube und so weiter. Das ist nicht damit gemeint, sondern im Prinzip okay. Und damit gehe ich jetzt um. Ja. Was mich sehr tröstet, ist, dass selbst er sagt, dafür muss man sich entscheiden. Und es reicht nicht, wenn man sich einmal dafür entscheidet, ja, heute Abend, ich finde es eine gute Idee, okay, ich entscheide mich jetzt dafür. Ich bin okay, du bist okay, damit ist die Sache gelaufen, alles prima. Da muss man sich jeden Tag für entscheiden. Das ist eine bewusste Einstellung und wir wissen ja, wie das mit den bewussten Einstellungen ist, wenn man schlecht drauf ist. Ist alles, was man bewusst an Einstellungen hat, plötzlich wie weggefegt und es gibt nur noch Primaten. Verhalten. Ja? Angriff, Flucht, Todstellen. Ja, ich meine, das sind doch unsere drei Strategien, die wir so haben. Wenn es uns nicht gut geht, wenn wir krank sind, wenn wir schlecht gelaunt sind, wenn wir überarbeitet sind, Angriff, Flucht, Todstellen. Ob das jetzt heißt, ich setze mich vor den Fernseher und dröhne mich zu, oder ich esse zu viel, oder ich trinke zu viel, oder ich rauche zu viel, oder ich rede zu viel, oder zu wenig. Also es ist egal, in welche Variante man da fährt. Damit bin ich wieder bei der ersten Übung, Sternstunden. Man braucht eine ausgeglichene Grundstimmung, damit man sich bewusst dafür entscheiden kann, ich bin okay, du bist okay. Man kann sich natürlich das als Programm vornehmen, sagen, ich finde es gut. Ja, die Tibeter schreiben dann auf den Zettel, sei immer froh. Und wir können auf den Zettel schreiben, ich bin okay, du bist okay. Und es an den Badezimmerspiegel hängen und an die Klotür und an die Eingangstür und an den Kühlschrank. Und es ist jeden Tag wieder eine neue Entscheidung. Und es ist ein Training. Und es heißt nicht, alle Leute sind perfekt, sondern im Prinzip okay. Sozusagen das Material ist gut. Ja, wir bestehen alle aus Gold. Wir sind alle Goldstücke. Aber zum Teil noch nicht so gestaltet. Ja, so.
Ja, und jetzt eine meiner Lieblingsthesen. Um diese vierte Haltung, ich bin okay, du bist okay, zu lernen, brauchen wir Beziehungen. Wer hätte das gedacht? Erwachen alleine auf dem Kissen funktioniert nicht. Wir brauchen die anderen, damit wir im Spiegel unserer Kontakte, im Spiegel der Menschen, denen wir begegnen, merken, was wir denken. Ich bin nicht okay und du bist auch nicht okay. Ist ja offensichtlich. Liegt auf der Hand. Ja, wenn man leidet, ist es wichtig, also ich finde es hilfreich, dass ich mich frage, wie alt bin ich gerade, wenn ich so vor mich hin leide? Bin ich jetzt eine Erwachsene, die sagt, ja, es gibt die 8 Arten des Leidens, Geburt ist Leiden, Krankheit ist Leiden, Altern ist Leiden, Sterben ist Leiden, Verlieren, was man liebt, ist Leiden, nicht bekommen, was man will, ist Leiden, bekommen, was man nicht will, ist Leiden und nie sicher sein vor Leiden, ist Leiden, selbst wenn alles prima ist. Ja, heute ist alles prima. Beziehung, Arbeit, ich muss nicht Schnee schippen, hab schon Schnee geschippt. Alles ist gerade prima. Der Wetterbericht ist ganz gut. Es soll nicht noch mehr Schnee kommen. Ja, es gibt auch kein Blitzeis, es ist alles okay. Aber ich bin mir hundertprozentig sicher, dass ich keine Garantie habe, wie es in 3 Tagen ist. Und wenn man das mal, wenn man ein bisschen älter geworden ist, dann hat man das kapiert. Am Anfang denken wir immer noch, später, wenn ich dann groß bin und wenn ich dann noch größer bin und wenn ich dann die Schule fertig habe und wenn ich dann den Beruf fertig habe und wenn ich dann das Studium abgeschlossen habe und wenn ich dann durch die Referendarzeit und wenn ich dann die Probezeit und wenn ich dann diese Stelle hinter mir habe und wenn ich dann und ja, und wenn die Kinder dann groß sind und wenn die Therapie zu Ende ist und ja, dann. Und irgendwann kapiert man, es ist jetzt okay. Weiß ich, ob ich es übermorgen auch noch okay finde? Manchmal ist ja, bleibt ja alles gleich, nur meine Einstellung verändert sich. Dann will ich plötzlich übermorgen was anderes. Oder in 2 Wochen oder im nächsten Jahr. Ja, vor 3 Jahren war das noch Paletti. Jetzt habe ich aber auch andere Ideen plötzlich. Jetzt finde ich die gleiche Situation nicht mehr Paletti. Schwierig. Und man könnte jetzt sagen, Erwachsene, ja, Menschen sagen, okay, das gehört zum Leben. Das waren die 8 Arten des Leidens, die der Buddha beschrieben hat. Und er hat gesagt, das sind natürliche Leiden. Das ist kein Unfall, weil man sich blöd verhalten hat, weil man schlechtes Karma hat oder weil man sich daneben benommen hat oder weil man nicht achtsam war. Geburt ist Leiden, alle die Kinder geboren haben. Ich meine, egal wie sehr viel Wasserbett es gab und sanfte Geburt, das tut weh. Ja, und wer da mal bei war bei einer Geburt, weiß das auch. Und dass Krankheit wehtut, ja, und das ist auch normal. Und dass Älterwerden auch wehtut. Und zwar jetzt nicht nur richtig alt werden, also ich meine, wenn man dann 90 ist, so richtig alt, sondern ich habe das mitgekriegt bei Kindern. Vom Kindergarten in die Schule, überhaupt vom Kleinkind in Kindergarten. Das ist eine totale Zäsur. Das ist auch irritierend. 6 Stunden weg von der Mama. Furchtbar. Und dann Schule und Leistung. Und dann Gymnasium oder Mittelschule und Ausziehen zu Hause. Toll, aber auch furchtbar. Niemand räumt einem den Kühlschrank voll. Also so. Niemand ist zu Hause, wenn man alleine wohnt, endlich. Und dann ist die Wohnung leer. Und dann ist sie plötzlich voll. Das ist auch nicht in Ordnung. Also altern, älter werden ist Leiden. 40, 30 werden. Das war für mich eine Zäsur. Ich habe plötzlich in der U-Bahn gesessen in Berlin und dachte, diese jungen Leute sind aber laut. Dann habe ich einen Schreck gekriegt und dachte, huch. Vor 2 Jahren habe ich noch gesagt, diese alten Leute sind aber streng. Da war ich anders identifiziert. Plötzlich habe ich gemerkt, ich bin auf der anderen Seite und denke, diese jungen Leute. Ich weiß es noch von mir heute. Ich habe richtig einen Schreck gekriegt. Jetzt fängt's an. 40. 50. Vor wie vielen Jahren bin ich 60 geworden? Vorletztes Jahr.
Letztes Jahr. Letztes Jahr bin ich 60 geworden. Das war nochmal eine Zäsur. Und jetzt ist mir's egal. Jetzt werden meine ersten Freunde werden 70. Ich meine, das war früher nur meine Oma. 70. Okay, gut. Das sind normale Leiden. Das gehört zum Leben. Und wenn ich sage, ich will aber nicht, wie alt bin ich dann? Interessant. Kann man mal fragen. Das ist alles okay. Und jetzt Leiden verstehen. Also, das ist, gehört für mich zum Verstehen von Leiden dazu. Diese Art von Leiden gehört zum Leben. Ich meine, scherzhaft, solange ich Zähne habe, kann ich Zahnweh kriegen. Wenn ich dann nur noch ein Gebiss habe, habe ich zwar keinen Zahnweh mehr, aber ich habe auch keine Zähne mehr. Ich meine, solange ich ja Haare habe, können sie mir ausfallen. Wenn ich eine Perücke habe, ja, und so weiter. Also so, meine Mutter hat immer gesagt, wenn ich morgens aufwache und es tut mir nichts weh, dann bin ich tot. Also in dem Sinne, auch wenn einem was weh tut, weiß man, ja, dass man noch lebendig ist. Ja. Ich meine, wir denken natürlich, also ich denke oft so, wenn mir was weh tut, irgendwas ist falsch. Oder wenn ich krank werde oder jemand in meinem Bekanntenkreis krank wird, das ist ein Fehler. Wenn die nur das und das gemacht hätten, wären sie nicht krank geworden. Das ist diese blöde Aussage über Krebs immer. Ja, wenn du immer deine Emotionen ausgelebt hättest, würdest du keinen Krebs kriegen. Keine Magengeschwüre, kein Rhabarber, 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 Rhabarber. Ja? Das ist, ich meine, gehört zum Leben dazu. Und ich kenne ganz Leute, die ganz gesund gelebt haben. Die haben nicht geraucht, die haben nicht getrunken, die haben nie Drogen genommen, die sind früh ins Bett gekommen, die haben Sport getrieben, monogam gelebt und kriegen Krebs. Ist doch gemein. Und andere rauchen und machen andere Sachen und denen geht's gut. Ist schon. Man hat's nicht im Griff. Man kann ein bisschen aufpassen, aber man hat's nicht im Griff. Das zusätzliche Leiden entsteht dadurch, dass wir uns dagegen wehren und sagen, Krankheit, ja, ja, aber nicht ich. Und nicht meine Leute. Und nicht heute. Das ist, ich meine, es klingt banal, aber ich, so denken wir. Ich will nicht vor dem Urlaub eine Erkältung kriegen. Das ist doch eine Sauerei. Natürlich gibt's Erkältungen im Winter, weiß ich doch selber. Aber nicht ich. Und das kommt, das gibt zusätzliches Leiden. Und wenn man das kapiert, dass man sein Leiden vergrößert, wenn man sich dagegen wehrt, gegen das natürliche Leiden, dann kann man Leiden reduzieren. Zumindest das zusätzliche. Und ich habe meine berühmte Statistik, die nicht stimmt, aber funktioniert. 5% unseres Leidens sind das natürliche Leiden, diese 8 Leiden vom Buddha. Alter, Krankheit, Tod und so weiter. Das machen 5% unseres Leidens aus. Nicht kriegen, was man will und kriegen, was man nicht will und so. Und 95% zusätzliche Leiden schaffen wir uns dadurch, dass wir sagen, nicht bei mir, nicht heute, nicht nächste Woche, nicht in diesem Kontext, behaupte ich. Um uns zu motivieren, diesen Widerstand aufzugeben. Und dann reduziert sich auf jeden Fall Leiden. Und die These ist, also die erste edle Wahrheit von Buddha, es gibt Leiden, was zum Leben gehört, und es ist kein Unfall. Das ist nicht schlechte Ernährung, das ist nicht negatives Denken, das ist nicht schlechte Beziehungen, sondern es gehört zum Leben dazu. Zweite edle Wahrheit, das zusätzliche Leiden entsteht, indem wir uns dagegen wehren, und sogar die 5% entstehen, indem wir uns identifizieren. Es wird bei der nächsten edlen Wahrheit angesprochen. Es gibt ein Ende vom Leiden, wenn wir weder festhalten an schönen Erfahrungen noch unangenehme wegschieben und uns nicht mit dem Leiden identifizieren. Das ist die These. Dritte edle Wahrheit. Und viertens, es gibt einen Weg zum Ende des Leidens. Das ist der edle achtfache Pfad und das mag ich sehr an der buddhistischen Lehre. Man muss die anderen drei nicht vollständig verstanden haben. Mit dem Leiden und mit der Ursache vom Leiden und mit dem Ende vom Leiden. Man kann den Weg gehen. Man kann üben. Und im
Laufe der Übung versteht man die Sachen besser. Man muss nicht erst alles verstehen und dann kann man anfangen mit dem Üben, sondern man kann heute anfangen zu üben. Rechte Sicht, Leiden gehört zum Leben, in dem Kontext jetzt. Rechte Einstellung, nicht dagegen wehren. Ethik, ja, ich versuche, mein Verhalten so zu gestalten, dass ich nicht bewusst und gezielt mich und andere verletze. So zu reden, dass ich nicht mich und andere verletze. So zu arbeiten, dass ich nicht mich und andere verletze. Ich bemühe mich um Achtsamkeit, einfach mitzukriegen, was mache ich eigentlich den ganzen Tag. Ich bemühe mich immer wieder zu denken, alle Wesen haben wohl eine Natur, auch wenn sie sich noch so blöd verhalten. Ich bin okay, du bist okay. Auch wenn ich Fehler mache, auch wenn du Fehler machst. Das Bemühen. Bemühen heißt, ich probier's immer wieder. Niemand kann verhindern, dass negative Gedanken, dass Wut, dass Ärger, dass Ungeduld, dass Angst hochkommt. Das können wir alle nicht verhindern, weil das sind Gewohnheiten. Aber wir können lernen, damit umzugehen. Wir können lernen zu bemerken, das ist nicht alles, was ich erlebe. Ich habe auch gestern einen Vogel gesehen und mich darüber gefreut. Und ich habe eine warme Wohnung. Ich habe Heizöl im Keller. Ja, ich habe einen Ofen, ich habe eine Zentralheizung, ich habe warme Kleidung. Ich habe eine Schneeschippe. Ja, die U-Bahn fährt, selbst wenn sie manchmal Verspätung hat. Aber sie fährt wenigstens. Ich muss nicht 15 Kilometer zu meiner Arbeit laufen durch Schnee und Eis. Also so. Einfach immer wieder sich klar zu machen, es gibt Dinge, die sind gut. Das ist Übung. Auch wenn ich gerade schlecht drauf bin. Immer wieder üben. Eine andere Sicht üben. Eine andere Einstellung üben. Eine andere Rede, ein anderes Verhalten. Immer wieder üben. Üben, üben, üben. Und dann ein bisschen Sammlung üben. Ab und zu mal Atem spüren, Körper spüren, Mantra rezitieren. Was auch immer wir für eine Praxis machen und manchmal für Momente Sammlung erleben und dann sind wir nicht eins mit unseren unangenehmen Gefühlen. Das erlebt man, wenn man gesammelt ist. Das erlebt man selbst, wenn man einen Krimi liest, der spannend ist. Deswegen lesen wir ja auch, wenn wir Sorgen haben, jetzt lese ich einfach mal was und dann komme ich auf andere Gedanken. Es funktioniert. Dann merke ich für 10 Minuten, ich bin nicht eins mit meinen Sorgen. Man kann sogar Rückenschmerzen vergessen, wenn man einen guten, spannenden Roman liest. Ja? Hilfreich. Wenn man das auch dann versteht, ist es besonders hilfreich. Dann kapiert man nämlich beim Krimi-Lesen, dass Sammlung uns zeigt, dass wir nicht eins sind mit dem Problem. Das kann man sogar beim Krimi-Lesen, beim Fernsehgucken erkennen. Super. Dann deckt man nämlich das Leiden nicht zu, sondern man kapiert was. Wenn man Fernsehen guckt und Krimis liest oder Zeitung. Ja, nochmal ein Blick auf Leiden, wie wir Leiden verstehen können. Das ist immer noch die zweite Art, mit Leiden umzugehen und Freude zu erleben. Weil verstehen, Leiden verstehen, ist interessant. Weil verstehen ist angenehm. Interesse entwickeln, wie etwas funktioniert, ist interessant, ist spannend, tut gut. Im Sanskrit gibt es ein Wort Priti. Das ist ein Wort für Glückseligkeit, für Freude, die man bei der Sammlung erlebt. Körperliches Entzücken wird es manchmal genannt. Und Priti hat noch eine andere Bedeutung und das bedeutet Interesse. Also wenn ich Interesse an was habe, fühle ich mich für Momente körperlich wohl. Ist doch interessant. Das kennen wir wahrscheinlich. Und alle, die Therapie schon mal gemacht haben oder die schon mal eine Einsicht hatten, wissen das. Wenn man was versteht, geht ein Schauer des Entzückens durch den Körper. Das wird beim Focusing wird es verwendet als Therapiemethode. Ja? Wenn man was versteht, lösen sich Spannungen auf, ja. Kennen Sie wahrscheinlich von therapeutischen Gesprächen. Plötzlich erkennt man, wo man da festhängt. Und man erkennt eigentlich was Schlimmes. Aber weil man es erkennt, fühlt man sich für einen Moment wohl. Okay. Es gibt das direkte Leiden. Also, es ist kalt oder zu heiß oder spitz oder scharf. Das tut weh. Aua.
Es gibt das Leiden des Wandels. Wir trinken die fünfte Tasse Kaffee. Das angenehme Gefühl schlägt um in unangenehm. Oder noch ein bisschen präziser oder differenzierter. Ich habe jetzt Durst, ich trinke was. Ich sage, das ist angenehm. Genau genommen lässt mein Durst nach. Das heißt, das Leiden des Durstes lässt nach, wenn ich trinke. Das Leiden des Hungers lässt nach, wenn ich esse, also wenn ich Hunger hatte. Ja, so. Das ist ein angenehmes Gefühl, was durch ein Nachlassen des vorigen Schmerzes, des vorigen Leidens entsteht. Wenn man genau hinguckt. Und der Buddha sagt, es gibt mehr Freude als nur das. Und wenn wir uns nur an Sinnesfreuden hängen, dann erleben wir eigentlich immer nur ein Nachlassen des Schmerzes. Und das ist prima, ist ja gut, wenn der Schmerz nachlässt. Aber es ist nicht alles, es gibt mehr. Und da sagen sie, das alles durchdringende Leiden, das tiefste Leiden, ist das Leiden der gefühlten Getrenntheit von allem. Dualität genannt im Buddhismus. Und Lam Yesh hat immer gesagt, only non-duality is bliss. Also nur das Gefühl der Nicht-Getrenntheit, das ist Seligkeit. Und das erleben wir, wenn wir zusammen singen, wenn wir ein gutes Gespräch haben, wenn man einfach manchmal einen schönen Abend hat und sich so richtig zu Hause fühlt irgendwo mit Menschen, mit einem Ort, den man kennt, mit einem Ablauf, den man kennt. Deswegen sind manchmal auch so Feierrituale schön. Es gibt das gleiche Essen und die gleichen Leute. Das kann schön sein, das kann auch schrecklich sein, aber gute Rituale, ja, haben sowas von, man vergisst sich selber. Man fühlt sich plötzlich verbunden. Oder wenn man in einer Lichterkette steht und zusammen singt, dann fühlt man sich für Momente total verbunden. Dann hat man so Ahnung von Zuhause-Sein in der Welt. Das ist der Vorgeschmack auf die dritte Art von Freude. So, aber das Leiden ist, wenn man das nicht erlebt. Und ein besonders großes Leiden ist, wenn man das schon kennt, dass es so sein kann, dieses Verbundenheitsgefühl. Und wenn man das vermisst. Also selbst auf dem spirituellen Weg nennt man das in der christlichen Tradition die Gottesferne. Wenn man ein paar Gotteserfahrungen hatte oder Einheitserfahrungen oder Nicht-Dualitätserfahrungen und das dann eine Weile nicht mehr erlebt, dann sagt man in der christlichen Tradition, Gott hat mich verlassen. Und das ist ein großer Schmerz. Und in der buddhistischen Tradition sind es dann ist es dann die Sehnsucht nach diesem Einheitsgefühl, was im Moment nicht da ist. Wenn man so ein bisschen frustriert. Gut. Dritter Punkt. Wahres Glück ist jenseits von Glück und Leid. Man kann immer froh sein, wenn man tief versteht, dass sowohl die Erfahrung von angenehmen Gefühlen, von Glück, bedingt ist, abhängig von vielen Bedingungen, wie auch die Erfahrung von Leiden. Es kommen halt Faktoren zusammen und dann fühlt man sich wohl und es kommen Faktoren zusammen und da fühlt man sich unwohl. Wenn man irgendwann mal kapiert, dass selbst viele, viele schöne Erfahrungen, also ich meine, sollten wir ja haben. Ich meine, es lebt niemand auf so hohem Niveau wie wir in den westlichen Ländern. Wir sollten eigentlich den ganzen Tag platzen vor Glück. Wenn wir unser Lebensstandard vergleichen und unsere Freiheiten, die wir haben, vergleichen mit Menschen in anderen Ländern. Wir sollten eigentlich tanzen vor Glück, aber da wird etwas deutlich, wenn es nicht erwachten Menschen gut geht, dann wird es ihnen langweilig. Das ist das Problem in den westlichen Ländern. Das ist das Problem aller Menschen, die in Ländern mit einem hohen Lebensstandard leben. Wenn es nicht erwachten Menschen gut geht, wird es ihnen langweilig und dann stellen sie irgendwas an, damit was los ist. Deswegen sind schöne Gefühle nicht die Lösung fürs Leiden. Deswegen sind auch Sternstunden nicht die Lösung. Immer froh sein. Angenehme Gefühle werden auf Dauer langweilig. Es stellt auch natürlich die positive Psychologie fest. Gewöhnung an einen Standard verringert die Freude. Und deswegen seit
Den alten Römern wird Maßhalten empfohlen und das Dosieren von Genüssen. Also nicht jeden Tag Schlagsahne und Nachtisch und weiße Brötchen und Marmelade und Eier und großes Frühstück. Ich meine, wissen alle, die mal Urlaub gemacht haben, all inclusive, man sehnt sich nach zu Hause, nach Butterbrot mit Sesam oder nach einer Kartoffelsuppe. Ja? Und wir leiden ein bisschen an einer Überdosierung von Sinneseindrücken hier und auch von Sinnesfreuden und auch von Luxus. Ja? Ich meine, das ist eine Erfahrung, das wissen wir aus eigener Erfahrung, aber die Wissenschaft hat es auch bestätigt, hat es auch herausgefunden, dass es so ist. Achtsamkeit steigert den Genuss, auch wissenschaftlich inzwischen nachgewiesen. Achtsamkeit, hinspüren, wenig mit Achtsamkeit zu sich nehmen, steigert den Genuss, mehr Angenehmes. Gewöhnung verringert den Genuss. Maßhalten und dosieren fördert die Freude. Ja, und Leiden gehört zum bedingten Leben dazu. Dauerhaftes Glück gibt es nur jenseits der Gegensätze. Und ein Weg dazu ist die Übung der Achtsamkeit. Zunächst Achtsamkeit für das, was kommt und geht, Sinneserfahrungen, Gedanken, Grundgefühle, emotionale Muster, Grundstimmungen, Gedanken, Oberstufe, Gedanken bemerken, oh. Das, was wir erleben, ist oft das, was wir denken. Und wenn man merkt, das denke ich bloß. Also der Unterschied zwischen, ich bin eine blöde Kuh, und zu merken, ich denke jetzt mal wieder, ich bin nicht okay, ich bin eine blöde Kuh. Das sind zwei Welten. Wenn man diese Haltung zum Beispiel, ich bin nicht okay, bemerkt und sie ersetzt durch die Haltung, ich bin okay. Das glaubt man zwar nicht genauso, wie man glaubt, ich bin nicht okay, aber man kann es üben. Der Unterschied ist riesig, aber es ist trotzdem Übung. Aber dann kommt man noch an den Punkt, wenn man übt, wenn man übt, wenn man übt, dann merkt, es ist schwer, das kann man mit dem deutschen Hauptsatz nicht erklären. Ich versuche es trotzdem. Das, was Körperempfindungen, Sinneswahrnehmungen, Gefühle, Gedanken bemerkt, das, was merkt, die Achtsamkeit, die bemerkt, ja? Die Achtsamkeit, die angenehm und unangenehm bemerkt und unterscheidet, ist frei von angenehm und unangenehm. Das, was bemerkt, ist frei von angenehm und unangenehm. Das kann man in der Meditation entdecken, das kann man im Alltag entdecken. Und man kann sich dann, wenn man das mal, ja, ich sage es mal, erfahren hat, daran immer wieder erinnern und das üben. Psychologisch ist es eine Übung der Entidentifikation. Ich identifiziere mich nicht mit dem angenehmen Gefühl oder mit dem unangenehmen, sondern mit dem, was das bemerkt. Das kann man üben. Ja, aber dazu braucht man eine ausgeglichene Stimmung. Dazu braucht man ein relatives Level von Wohlbefinden. Und in den buddhistischen Lehren wird es ausgedrückt mit dem Bild der kostbaren menschlichen Existenz. Sie sagen, wir Menschen haben unheimlich glückliche Situationen. Wir erleben genug Leiden, dass wir motiviert sind, hinzuschauen. Und wir erleben genug Glück, dass wir hinschauen können. Also wir machen genügend angenehme Erfahrungen, dass wir hingucken können. Dass wir nicht völlig im Griff von Gier, Hass und Verblendung, Leid, Neid, Eifersucht und so weiter sind. Wir haben so eine Mittelstellung. Und das kann man natürlich jetzt wieder aufs eigene Leben beziehen und gucken. Das ist unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass wir genügend angenehme Erfahrungen machen, Sternstunden, Leiden verstehen, dass wir in der Lage sind, das zu entdecken, was alles bemerkt. Und das ist sozusagen die Spur, das ist der Weg
zu dem, was sie Buddha-Natur nennen, das wahre Wesen, jenseits von Glück und Leid.